Hallo und willkommen zum Tutorial Asemisches Schreiben. Ich benutze das gerne als Stilmittel, mache aber auch furchtbar gerne Collagepapiere, die ich nachher zerschneide und dann in meinem Art Journal oder auf Holzpaneele oder so weiter, Leinwände, man kann es eigentlich überall aufkleben, benutzt. Und ich möchte jetzt mal anfangen damit, was ist asemisches Schreiben überhaupt? Asemisches Schreiben ist schnelles Schreiben, ohne dass es Bedeutung hat. Also es ist nicht lesbar und die Worte haben keine Bedeutung. Es geht mehr um das Schriftbild als um den Inhalt. Und es wird schnell ausgeführt, es wird wild ausgeführt, übertrieben, nach oben, nach unten, rund. Von mir aus könnt ihr auch zackig, eckig schreiben, je nachdem. Es ist eine Übungssache. Ich mache das jetzt schon doch viele, viele, viele Jahre, bestimmt 20 Jahre. Und mir geht das ganz locker schon von der Hand. Und ich dachte, ich gebe einfach mal ein paar Tipps, wie ihr das auch hinkriegen könnt. Und ich schreibe jetzt hier mal auf, asemisches Schreiben. Und ihr seht meine Handschrift, also ich finde sie jetzt nicht so toll. Ich hätte mit Sicherheit keine Eins gekriegt im Schönschreiben. Aber das kommt auch dadurch, dass ich viel frei und ja, ungezwungen schreibe. Und asemisches Schreiben ist jetzt im Prinzip, dass übertrieben wird. Alle Buchstabenteile, die nach oben gehen, zum Beispiel, könnt ihr übertreiben. Alles, was rund ist, könnt ihr übertreiben. M's und I's können als Striche dargestellt werden. So, das könnte zum Beispiel Mi heißen. G's, P's, Q's, F's, alles, was nach unten geht, könnt ihr übertreiben. Ja? Es ist, wie gesagt, eine Übungssache. Ihr werdet ganz schnell, wenn ihr mal so zwei, drei DIN A4 Blätter vollgekritzelt habt, werdet ihr da Vorlieben finden. Ich mag zum Beispiel gerne größere Anfangsbuchstaben, die sehr rund sind, wie zum Beispiel B für Bild, ja, oder warum. Es geht ums schnell, es geht ums, ja, freie, ums unkontrollierte, ums schnelle. Und nicht, dass ich jetzt zum Beispiel so ganz genau das hier so schreibe. Ja? Und das benutze ich als Stilmittel, wie gesagt. Und ich schreibe dann einfach, was mir so in den Sinn kommt. Ein guter Tipp ist auch, laut mit sich zu sprechen. Das mache ich gerne. Denn dann weiß ich, wann ein Wort zu Ende ist und wann nicht. Also wie lang ein Wort ist, dass die nicht alle diese, ich nenne sie mal Fake-Wörter, nicht alle gleich lang sind, sondern dass man auch mal im da drinne hat und verschiedene Buchstaben, dass das möglichst natürlich aussieht. Das ist so mein Geheimtipp. Sprecht es laut aus oder denkt es in Anführungsstrichen laut, während ihr schreibt. Ich werde es jetzt mal demonstrieren. Also wundert euch nicht, wenn ich langsam spreche. So, ich werde jetzt mal demonstrieren, wie ich laut spreche und dabei schreibe. Ich kann es nachher nicht mehr lesen, will ich auch gar nicht und darum geht es auch gar nicht. Das wäre jetzt eine erste Ebene für so ein Collageblatt. Ich würde dann zum Beispiel hingehen und vielleicht mal den Stift wechseln, einen Filzer. Ich habe hier so einen, ich glaube, das ist ein Tombow oder Sakura, ich weiß es nicht genau. Es ist so ein Brushpen für Kalligrafie.
Und den würde ich jetzt mal nehmen und das gleiche nochmal machen. Ich schreibe jetzt etwas kleiner und schreibe jetzt mal zwischen den Zeilen. Schreibe mal etwas kleiner und zwischen den Zeilen. Hier ist auch noch Platz für ein paar Worte. Oben ist noch frei. So, also mein Gerede hat keinen Sinn und das Geschriebene hat keinen Sinn, sondern es geht, wie gesagt, ums Bildhafte, um die Suggestion von Schrift. Dann kann ich das Ganze noch gestalten, zum Beispiel mit Tusche. Ich arbeite gern mit Walnusstusche, die ich ein bisschen verdünne und dann mit dem Pinsel oder auch mal Pfützchen mache. Ja, und so ergibt sich dann einfach ein schönes Papier, was ich nachher benutzen kann. Wenn das getrocknet ist, könnte ich das noch weiter bearbeiten, zum Beispiel mit einem Bleistift. Hatte ich einen Bleistift schon? Nee. Mit einem Bleistift. Naja, den Bleistift hatte ich. Ja, das ist noch zu feucht. Das müsste jetzt erstmal trocknen. Ich lege es mal kurz beiseite. Achso, was ich zeigen kann, ist, wenn ihr so Packpapiere habt, ihr könnt die nutzen und könnt es einfach zum Trocknen auch auflegen und habt direkt schon eine Basis für ein neues Papier. So hat man keine Angst mehr vor dem leeren Blatt. Ja, und kann das schon ganz einfach gleich benutzen. So, das dürfte dann jetzt relativ schnell trocken sein. Ich habe hier so ein weißes Seidenpapier, da habe ich das auch gemacht und habe ein Blatt abgeklatscht. Und das nehme ich jetzt mal für eine weitere Demonstration. Und zwar benutze ich ganz gerne diese Solid Marker von Sakura. Das sind Industriemarker. Die riechen ein bisschen streng, aber ich finde sie gigantisch. Die haben eine ganz ölige Konsistenz und machen wirklich schöne große Buchstaben. Also ich schaue dann auch immer darauf, dass ich Variation habe in groß und klein, dick und dünn. Und da das jetzt so ein bisschen ölig ist und tatsächlich eigentlich eine Zeit braucht zum Trocknen, nehme ich mal einfach das Papier von gerade und rubbel das ab. Müsste gehen. Wäre jetzt hier ist ein bisschen schlecht, weil das ist noch feucht hier und das wird wahrscheinlich zerreißen. Ihr könnt das auch mit einem Falzbein machen, falls ihr habt. Ich hatte gerade ein Problem mit der Aufnahme. Also ihr könnt das machen mit einem Falzbein, wenn ihr habt. Ja. Falls nicht, tut es zum Beispiel auch von der Schere. Oder was auch sehr gut geht, ist ein Esslöffel, die untere Seite vom Esslöffel oder Kochlöffel. Und so könnt ihr das ganz gut abklatschen.
ist es hier ein bisschen gerissen. Ja. Und dann seht ihr schon, so entsteht schon automatisch das nächste Papier. Ich drehe das jetzt mal andersrum. Weil, wie gesagt, das Bräunlichere, das ist leider einfach noch zu feucht. Hier möchte ich jetzt ein bisschen mit meinem Kugelschreiber schreiben. Wie gesagt, mag ich es gerne, wenn verschiedene Formen, Dicken, Größen, Schriftbilder aufeinandertreffen und ich mal ganz gerne auch übereinander. Dieses Papier hier, das wird, wenn man es nachher aufklebt im Art Journal, wird es transparent oder nahezu transparent, was auch einen sehr schönen Effekt haben kann, gerade bei Schrift. Ich versuche gerade, mir das per iPad und Procreate als eine Schablone zu machen, um das dann auszuplottern. Ich weiß aber noch nicht, wie das funktioniert und habe da auch noch keinen Erfolg gehabt. Aber da bin ich dran, um das dann tatsächlich auch mal als Druckschablone für die Gelplatte, für die Jellyplate oder sonst irgendwas zu machen. Ja. Gerne nehme ich auch hier diese Posca Pens, diese Acrylmarker. Also muss nicht Posca sein, gibt es auch andere Marken. Hier schreibe ich jetzt nochmal einfach etwas aufrechter. Sonst schreibe ich ja gerne, oder meine Handschrift auch ist nach rechts geneigt. Jetzt schreibe ich aufrecht und kriege so wieder ein anderes Gestaltungselement hinzu. Die Postkarten, die brauchen zwischendurch mal ein bisschen einen Mir fällt da jetzt gerade kein Wort ein. Ihr wisst, was ich meine. So, das ist jetzt eigentlich, das ist ein Papier. Das würde ich schon so lassen, weil das mir sehr, sehr gut gefällt. Und deswegen lege ich das jetzt beiseite. Es geht sehr gut auf alten Buchseiten. Es geht sehr gut auf Packpapier. Musikpapier. Wie gesagt, nehmt, was ihr habt. Recycling ist immer gut. Und probiert einfach aus. Was ich auch sehr gerne benutze, sind die Stabilo Woodies. Das sind, glaube ich, eigentlich Stifte für Kinder. Die sind wasserlöslich und schreiben auch ganz schön. Dick, bisschen kreidig sieht's aus. Ja. Also ihr habt's kapiert. Es ist nichts Schwieriges bei. Ich nehme jetzt mal den weißen Sakura. Ich hoffe nicht, dass das abreibt jetzt. Und schreibe hier jetzt einfach noch mal drüber. Etwas kleiner. Und
werde das gleich einfärben. So, das ist ganz wichtig, das kleine Käppchen, damit es nicht austrocknet. Und werde das einfärben, wenn dieses Sakura, genauso wie zum Beispiel Ölpastelle, ja, habe ich hier einige, ich nehme mal ein kräftigeres Grün. Und ich könnte jetzt zum Beispiel auch einfach große Buchstaben machen. So, und das ist ja, Wachsbasis. Und wenn ich da jetzt drüber gehe mit meinem Tuschewasser, ihr seht, dass der Woody ein bisschen verläuft, was ich sehr schön finde. Und dieser Sakura, dieser Industriemarker, der, da legt sich das Wasser drum rum. Der absorbiert das Wasser nicht. Ja. Und das würde jetzt zum Beispiel so aussehen. Das könnte ich auch wieder abklatschen. Und hätte schon eine, ja, eine Basis für ein weiteres Papier. Das würde genauso funktionieren, nur das Problem ist, dass mir das Schwarz nicht so gut gefällt hier. Deswegen mache ich das mal schnell. Später weiterzumachen. Das könnt ihr natürlich zum Beispiel mit so einem Fixativ vorher besprühen, dann wird es nicht, oder sollte es, Entschuldigung, ich habe gerade Salat zum Mittag gegessen, sollte es nicht zerlaufen. Dann nehmen wir nochmal das hier und ich probiere das nochmal mit dem Ölpastell. So, und mit dem weißen Sakura-Marker. Den man hier wenig sieht, aber wenn ich da gleich mit der Tusche drüber gehe, dann werdet ihr sehen, dass es ein schönes Papier wird. Hoffe ich. Ich verspreche hier Dinge, die ich vielleicht gar nicht halten kann. Egal. Ja. So ist es, ne? So, hier sieht man das nochmal sehr schön. Das geht natürlich mit Wasserfarbe sehr gut. Ja. Ist auch eine Technik. Ölpastelle und dann Wasserfarben drüber und überall, wo das Ölpastell ist, kann die Farbe nicht hin. Ja, da kann man auch mal dunkler werden. Wie ihr seht, das ist wie Zauberei. Und das könnt ihr dann anpassen, je nachdem, in welchem Farbschema ihr gerade arbeitet. Bläulich, rötlich, grün, weiß. Und ja, das würde ich jetzt trocknen lassen und dann würde ich mit einem Gelstift, einem weißen, wahrscheinlich nochmal zwischen den Zeilen ein bisschen was schreiben. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ja, ich zeige nochmal gerne meine Papiere. Ich habe hier eins mit wilden Klecksen. Ich bin gerade im Braun-Blau-Modus. Hier das Seidenpapier, was wir oder was ich gerade hier für euch gemacht habe. Ja. Und
so habe ich jetzt einen ganzen Haufen voller Papiere, die ich benutzen kann. Und es darf auch mal ganz wild werden, finde ich. Ja, hier ist alles ineinander verlaufen. Das war der Woody und Farbreste abgeklatscht. Vielleicht nehme ich auch die Rückseite. Also, es seien da keine Grenzen gesetzt. Ja, Posca-Pen, den ich übrigens auch, Moment mal, hier benutzt habe. Hier habe ich auch einen Posca-Pen und den Sekura-Marker mit Tusche benutzt. Ja, das ist so eine alte Buchseite, die ich zuerst mit Acrylfarbe bestrichen habe, mit Hilfe meines Apothekenkalenders. Alte Kreditkarte geht auch. Dann habe ich mit einer groben Stricknadel schon mal in die nasse Farbe noch geschrieben und dann später mit einem Füller, einem Bleistift und dem Woody hier. Ich glaube, das ist der Woody Kuli. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Hier auch. Und da habe ich noch ein paar Spritzer drauf gemacht. Hier auch verschiedene Größen. Hell auf dunkel, dunkel auf hell. Und dann nochmal das von gerade. Das sind auch wieder. Das war noch nicht, aber das auch wieder. Ja, vier schöne Papierchen, die ich benutzen kann. Fürs Art Journaling, für Collagen, für was auch immer. Ich hoffe, das war hilfreich für euch und sag einfach tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.